Der neue Mann ist noch keineswegs ein allmächtiger Diktator. Die absolute Mehrheit hat er nicht. Er wurde vom Reichspräsidenten ernannt. Hitler legt großen Wert darauf, dass seine Machtübernahme der Form nach legal ist. Und auch alle weiteren Schritte sollen den Schein der Rechtmäßigkeit wahren. Auch wenn die sogenannte Machtergreifung wie ein Triumph zelebriert wird. Hitler weiß, in manchen Teilen der Bevölkerung fehlt ihm noch der Rückhalt. So gibt er sich bei den Arbeitern betont volksnah. Er spricht vor der Belegschaft der Berliner Siemenswerke. Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Doch Hitler besitzt viel mehr als jeder der Arbeiter, die hier jubeln. Der Mann, der sich als einer der ihren präsentiert, weiß, sein Einkommen für 1933 ist 600 Mal so hoch wie der Lohn eines Arbeiters. Denn der verdient nur 1800 Mark brutto im Jahr. Hitlers Schein hatte recht wenig mit Hitlers Sein zu tun. Das gilt besonders für die Jahre, für die Friedensjahre des Dritten Reiches, als er sich als einfacher Mann des Volkes inszenierte, die Realität aber ganz andere war. Denn laut Hitlers Steuerakte beträgt sein Jahreseinkommen schon im Jahr des Machtantritts 1,2 Millionen Mark. Er verdankt diese erste Million seinem Buch Mein Kampf. Es geht 1933 fast 900.000 Mal über die Ladentheke für teure 12 Mark. Der Führer kassiert mit, 10% vom Verkaufspreis gehen an ihn. Eine ordentliche Beteiligung, die er sich als Inhaber des EHR-Verlages selbst gönnt. Ein kleiner Finanzbeamter namens Vogt prüft Hitlers Einnahmen und schickt 1934 einen gepfefferten Steuerbescheid. Das Ergebnis dieser Steuerakte ist, dass er nur einen Bruchteil seines Geldes überhaupt angibt. Und am Ende laut der Akten der Finanzverwaltung mindestens 400.000 Mark schuldig war, was ja auch für damalige Zeiten immenses Vermögen war. Der Reichskanzler ist nicht erfreut und lässt einen Staatssekretär aus dem Finanzministerium intervenieren. Hitler war sicherlich Anfang, Mitte der 30er Jahre Multimillionär. Und trotzdem verlangt er quasi, dass die Steuerakte geschlossen wird. Und die Finanzbehörden folgen seinem Wunsch. Wäre heute undenkbar, dass eine Bundeskanzlerin sagt, ich zahle keine Steuer. Dem Steuerbeamten Vogt im Münchner Finanzamt Ost wird zu verstehen gegeben, dass für Hitler eine Ausnahme gemacht werden muss. Folgsam verkündet der Münchner Oberfinanzpräsident, alle Steuerbescheide sind, soweit sie eine Pflicht des Führers begründen würden, von vornherein nichtig. Der Führer ist damit steuerfrei. Die Akte Hitler wird geschlossen. Damit endet seine Karriere als Steuerzahler. ...1933 beginnt für Hitler die Zeit des wirklich großen Geldverdienens und die Zeit der Legenden und Täuschungen. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre! Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen. Mit großer Geste verzichtet der neue Regierungschef auf sein Kanzlergehalt zugunsten von bedürftigen Parteimitgliedern. Das findet großen Anklang. Hitler als ehrenamtlicher Kanzler. Dass er 1933 sämtliche Steuern schuldig bleibt und nie wieder Steuern bezahlen wird, weiß keiner. Hitlers Verzicht ist zudem befristet. Ein Jahr später nimmt er seine Bezüge in Anspruch. 25.000 Mark plus 18.000 Mark Aufwandsentschädigung. Sie werden getäuscht. Der andere starke Mann im Staate ist Reichspräsident von Hindenburg.
Auch sein Amt ist hoch dotiert. Er verdient 37.000 Mark, dazu kommt eine Aufwandsentschädigung von 120.000 Mark. Im August 1934 stirbt Hindenburg. Hitler übernimmt sein Amt und kassiert fortan auch dessen Gehalt. Doch viele glauben, dass der Mann, der nun ganz oben steht und alle Macht im Staate hat, noch immer einer von ihnen ist. Das Attraktive der NSDAP war eben die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus und das Versprechen, und das ist ja uns heute auch nicht fern, das Versprechen von sozialem Frieden, von ausgewogenen Verhältnissen im Inneren der Nation. Das Regime legt große Arbeitsbeschaffungsprogramme auf. Es beginnt mit dem Autobahnbau. Und ehe 6 Jahre vergangen, soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Er will die Zustimmung der Massen erkaufen. Koste es, was es wolle. Dass all diese Maßnahmen, auch der Reichsarbeitsdienst und andere Vergünstigungen, letztlich dann bezahlt wurden mit Staatskrediten, das interessiert die Leute nicht. Die Leute interessieren sich nicht für Kredite und für Schulden, die theoretisch auf ihnen ruhen. Sie interessieren sich für das, was sie am Ende im Geldbeutel haben. Sie wollen mehr netto. Und das haben sie bekommen. Gleichzeitig wird ein großes Rüstungsprogramm aufgelegt, ebenfalls auf Pump. Es war Hitler völlig klar, dass diese Kredite nur bezahlt werden könnten von dereinst noch zu besiegenden Völkern. Das heißt, die Aufrüstung war eine gezielte Investition in die kriegerische Zukunft der Deutschen. Nur wurde davon nicht viel gesprochen. Es wurde im Gegenteil immer von Frieden gesprochen. Hitler bei einem Besuch der Krupp-Werke. Seine Beziehungen auch zu vorher distanzierten Industriellen werden enger. Die Großunternehmen erwarten profitable Rüstungsaufträge. Sie haben schon kurz nach der Machtergreifung Hunderttausende Reichsmark gespendet. Auf Anregung von Gustav Krupp lassen sich die Industriellen schon Mitte 1933 auf eine regelmäßige Spende festlegen. Die Unternehmen im Reichsverband der Deutschen Industrie vereinbaren, dass ihre Firmen jährlich einen Betrag in Höhe von 0,5% ihrer Lohnsummen in einen Fonds überweisen. Und dieser Fonds steht Hitler persönlich zur Verfügung. So werden durch die Löhne der Arbeiter in 12 Jahren 700 Millionen Reichsmark zusammenkommen. Mit diesem Geld macht Hitler Wünsche wahr, seine eigenen. In den Alpen, bei Berchtesgaden, sucht der neue starke Mann Erholung. Hier besitzt er ein Feriendomizil, das Haus Wachenfeld. Seit 1925 ist Hitler Mieter des Anwesens. Im Juni 1933 kaufte es für 40.000 Goldmark. Aus dem biederen Ferienhaus, traditionell eingerichtet im bayerischen Stil, soll ein repräsentatives Anwesen werden. Schon vor dem Kauf hat er Pläne für die Umgestaltung gemacht. Für den Hobbyarchitekten Hitler wird der Ausbau zum wichtigsten persönlichen Anliegen. Bis Mitte 1936 wird aus dem Feriendomizil der wuchtige Berghof. Die Privatresidenz hat 30 Zimmer. Alle Umbauten bezahlt Hitler aus seinem Vermögen. In der Umgebung werden 10 Quadratkilometer Land aufgekauft. Das erledigt Hitlers Sekretär Martin Bormann. Er verwaltet den Fonds der Adolf-Hitler-Spende der deutschen Industrie und gibt 7 Millionen Mark für Grundstücke aus. Der Berghof ist eine wahre Goldgrube, nur dass Bormann nichts herausholt, sondern eine Menge hineinschmeißt. Bemerkt Hitler. 100 Millionen Mark aus dem Fonds werden ausgegeben. Damit entstehen in der imposanten Bergwelt Bauwerke wie das Kehlsteinhaus. Allein hier wurden 30 Millionen Mark verbaut.
Als Zugang zum Kehlsteinhaus wird eigens ein Tunnel in den Berg getrieben. Ein Aufzug aus Messing trägt Besucher 130 Meter in die Höhe. Hitler besucht das Luxusobjekt nur wenige Male. Bald verliert er das Interesse an dem exquisiten Bau mit seinen Panoramafenstern. Das ganze Ensemble von Bauwerken wird zum Führergebiet Obersalzberg erklärt. Es umfasst den Berghof, Privathäuser für Paladine wie Bormann und Göring, Kasernen für die SS-Wachen, das Hotel Platterhof und ein landwirtschaftliches Mustergut. All das umgeben von einem 14 Kilometer langen Zaun. Der Obersalzberg, das ist die private Welt Adolf Hitlers. Hier, nicht in der Hauptstadt Berlin, verbringt der Chef des sogenannten Dritten Reichs viel Zeit und führt von hier aus die Regierungsgeschäfte. Um ihn herum versammeln sich die Paladine, Zuarbeiter und Komplizen, etwa der Reichsaußenminister von Ribbentrop oder auch sein Propagandachef Goebbels. Sie alle nehmen Notiz von jener Frau, von der die Öffentlichkeit nichts weiß, Eva Braun, Hitlers verborgene Freundin. Auch Albert Speer sucht hier die Nähe seines Gönners. Hitlers Architekt und Baumeister ist gern gesehener Gast auf dem Berghof. Das Anwesen, das nach Hitlers Vorgaben gestaltet wurde, betrachtet Speer mit dem Blick des Fachmanns. Das für seine Ausmaße berühmte versenkbare Fenster in der Wohnhalle war Hitlers ganzer Stolz. Unterhalb dieses Fensters hatte Hitlers Eingebung die Garage für seine Wagen platziert. Bei ungünstigem Wind drang intensiver Benzingestank in die Halle. Es war ein Grundriss, der in jedem Seminar einer technischen Hochschule abgelehnt worden wäre. Der Spötter wird seine Kommentare allerdings erst nach dem Krieg in seinen Erinnerungen publik machen. Hitlers private Welt wird gewinnbringend vermarktet. Mit Hilfe von Heinrich Hoffmann. Er ist Hitlers persönlicher Fotograf und sein Geschäftspartner. Hoffmann allein hat das Recht, Hitler-Fotos zu vermarkten, exklusiv über seine Agentur. Für jedes abgedruckte Foto fließt Geld, anteilig auch an Hitler. In der Zeit des Führerkults beliefert Hoffmann alle Illustrierten und Verlage. Hitlers Konterfei ist allgegenwärtig und millionenfach abgedruckt. Auch Pfennigbeträge addieren sich zu beachtlichen Summen. Die beliebten Sammelbilder, auch sie zeigen immer wieder den sogenannten Führer. An jedem Einzelnen hat Hoffmann Rechte. Für jedes werden Tantiemen gezahlt. An seine Agentur und dadurch auch an Hitler. . 1938 beginnt die Zeit der außenpolitischen Aggression. Hitlers Wehrmacht marschiert in Österreich ein. Das Land wird unter dem Jubel vieler Einheimischer dem Deutschen Reich einverleibt. Der Diktator wandelt in seinem Heimatland auf den Spuren der eigenen Vergangenheit. Er kauft sein Geburtshaus in Braunau für 150.000 Mark, ebenso wie das seines Vaters am Stadtrand von Linz. Es ist ein triumphales Willkommen, das ihm viele Wiener bereiten. 1938 kehrt er als Triumphator nach Wien zurück, in die ungeliebte Stadt, in der er als junger Mann nie die Anerkennung fand, nach der er gierte. Für Linz hingegen, seine alte Heimat, empfindet er Zuneigung. Und der Amateur-Städteplaner ergeht sich in grandiosen Visionen. Er will, dass Linz die Perle an der Donau wird, eine der schönsten Städte Europas. Ein Ausdruck von Gigantomanie und Größenwahn. Sein persönliches Geschenk an die Stadt soll ein Führermuseum sein. Ein Kunsttempel auf dem Niveau des Louvre oder der Offizien. Kunst interessiert ist Hitler seit Jugendtagen. Doch nun
Als Machthaber des Dritten Reiches lässt er in großem Stil für sein Linzer Museum Gemälde kaufen, mit dem Geld aus dem Fonds der Adolf-Hitler-Spende der deutschen Industrie. Die Chancen für Neuerwerbungen ergeben sich. Nach dem Anschluss von Österreich bot sich die einmalige Chance, auf Kunstwerke zuzugreifen, die den österreichischen Juden gehörten. Hier gab es Sammlungen von ganz hervorragender Qualität, die Hitler durch die allgemeinen Verfolgungsmaßnahmen gegen diese Bevölkerungsgruppe an sich reißen konnte. Antisemitische Hetze und Verfolgung zwingen viele Juden in die Emigration. Doch der NS-Staat kassiert gnadenlos ab, bevor er seinen jüdischen Bürgern die Ausreise genehmigt. Geld gegen Leben. Manche retten sich durch den Verkauf von Kunstwerken, auch an Hitlers Aufkäufer. Der allerdings will den Eindruck vermeiden, in seinem Museum hinge geraubte Kunst. Jährlich werden ihm Bildbände präsentiert. Darin stellt ihm sein Kunstbeauftragter Hans Posse die erworbenen Bilder vor. Hitler ist bereit, hohe und marktübliche Preise zu bezahlen. Sein Experte arbeitet eng mit dem Kunsthandel zusammen. Und die Händler verleihen allen Verkäufen einen legalen Anstrich, auch wenn die Ware aus Zwangsverkäufen oder Beschlagnahmungen stammt. Nach außen hin soll alles korrekt wirken.